Hi Leute, wir sind's wieder, Game Flavor. Ich bin Yvonne und zu meiner Rechten ist der Nico jetzt dabei. Hi. Und zu meiner Linken der Olaf. Jo. Und wir wollen ein bisschen die Ubisoft-Pressekonferenz von der E3 Revue passieren lassen und ein bisschen reden, was da denn so war. Und es fing direkt an mit so einem richtig coolen, aber auch cringy, awkward Moment. Und zwar haben wir ganz viele Tänzer gesehen, die dann auch in den Saal hineingetanzt sind, in schrillen Outfits, seltsamen Tanzbewegungen zum Teil und haben dann Just Dance 2019 angekündigt. Und das soll bereits im Oktober erscheinen. Und dann kommen wir direkt schon zum nächsten. Wollt ihr was dazu sagen? Ja, ich finde es einfach nur krass, dass Ubisoft das jedes Jahr durchzieht. Also die sind jedes Mal, die haben mit für meinen Geschmack immer diesen, genau diesen Moment, wie halt da, bloß halt so ein, zwei, drei Momente manchmal in der Pressekonferenz. Mhm. Auf der einen Seite finde ich es okay, also ich finde es eigentlich bewundernswert, dass sie dabei bleiben und das so durchziehen, obwohl sich so viele darüber lustig machen. Das hat halt auch schon so einen gewissen Charakterzug. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, boah, man kann auch ein bisschen zurückschrauben, was das angeht, aber ja, das ist halt typisch Ubisoft. Ne? Ja. Und Geschmackssache. Also wir haben ein paar Leute im Publikum gesehen, die sind schon mit abgegangen. Das also stimmt. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, zu dem komischen Tanzverhalten, vielleicht haben die das ja im Spiel gelernt. Ich glaube, die, die Just Dance spielen, tanzen nicht so gut meistens wie die Leute, die, obwohl es gibt auch so Weltmeisterschaften und sowas, so ist es nicht. Oder aber teilweise die, richtige Erfolgsstorys, wo die Leute dann 30, 40, 50 Pounds verloren haben. Also. Stimmt auch. Deswegen, es hat seine gute Seiten. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ging es weiter mit einem Trailer von The Good and Evil 2. und zwar haben wir dabei die Crew gesehen, die alle ein bisschen von dem Chili noch an den Nachfolgen gelitten haben, wie man das so gehört hat. Und auf jeden Fall haben wir dann auch gesehen in diesem Trailer, dass sie attackiert wurden. Man hat sehr viel Bewegung, wie so eine Wucht, die auf einem, wie so eine Eiswand, die auf die zugeflogen ist. Und dann hat man ein riesen, UFO, wie nennt man das? Raumschiff. Raumschiff gesehen. Und dann haben wir Sachen umeinander fliegen sehen, unter anderem ein altes Crew-Foto fallen. Und da war jemand drauf, den wir am Ende des Trailers sehen, und zwar die Jade. Wer den alten Teil gespielt hat, kennt sie. Wir wissen, The Good and Evil ist ja ein Prequel. Ist ein Prequel und mich interessiert das wahnsinnig von der Story, wie das alles so funktioniert und abgelaufen ist, und das werden wir wahrscheinlich erst im Hauptgame erfahren. Ein weiteres Announcement, was von den Leuten kam, war, dass sie sehr die Fans mit einbinden wollen in dieses Spiel, was ich richtig cool fand. Und zwar können Fans sich eine Art Bewerbung stellen oder ihre Ideen reinbringen für Postervorschläge, für Musik, für Artwork, für alles Mögliche. Das könnt ihr bei Hit Record online stellen quasi, und dann kommt Ubisoft auf euch zu und sagt, hey cool, wir würden gerne mit euch kooperieren. Es ist nicht nur, dass ihr irgendwas macht und die stellen das rein, sondern es soll eine richtige Kooperation stattfinden, was ich wirklich, wirklich gut finde. Und vor allem soll es ja auch so ein Community-Effort sein, dass die Leute auch miteinander, es ist nicht wie Soundcloud, einfach hochladen und dann gucken, wie so ein Contest oder so, sondern die Leute sollen miteinander kollaborieren, auch die Fans untereinander und halt Artists oder auch Musicians und sonst irgendwas. Auf der einen Seite macht es Ubisoft natürlich ein bisschen leicht, in Anführungszeichen, damit, weil halt auch viele Leute da was dann einfach hinzubeisteuern, wo sie halt nicht so viele Ressourcen aufbauen müssen, vor allem mit der Kooperation mit Hit Record. Aber insgesamt ist es trotzdem eher positiv zu sehen in meinen Augen, weil die Fans heutzutage auch, das ist einfach heutzutage so, dass auch viel interagiert wird miteinander, und das hat einfach so einen besonderen Touch in meinen Augen. Mhm. Das muss man. Gesundheit! Das muss man wirklich einfach sagen, und der CGI-Trailer war halt einfach so ein CGI-Trailer, war jetzt leider kein Gameplay, aber ansonsten. Aber Gameplay haben wir dann noch gesehen, und zwar gab es dann Pre-Alpha-Footage von der Secret City of Ganesha. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wir konnten ein bisschen was sehen, enttäuschen wir natürlich. Sie arbeiten ja scheinbar schon ziemlich lange dran, dass es immer noch Pre-Alpha-Footage war, fand ich zumindest persönlich. Aber ich muss sagen, insgesamt war das ein super Eindruck für mich, was sie da gezeigt haben. Ich bin aber auch total gehypt auf das Spiel. Das darf ich jetzt nicht verschweigen. Also, ich habe den ersten, den storytechnisch weiteren Teil, aber den ersten Teil nicht gespielt. Aber von dem, was ich alles bisher gesehen habe und gerade auch mit der Community-Sache, kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Ergebnis mit sich bringt, weil letzten Endes auch die Open World dadurch einfach authentischer, greifbarer, voller wird. Gerade wenn es um Design oder Artworks geht, Musik kann einen ja überall hin begleiten,
Aber wenn man dann in der Welt vielleicht sogar als Spieler irgendwas von sich oder von seiner Gruppe findet, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich emotional für die Leute, die das Spiel kaufen und dann auch lieben, wie den ersten Tag auch schon viel bedeuten wird. Und von daher finde ich das eher mehr positiv zu betrachten als negativ. Und ich freue mich auch, das Spiel, wenn ich da meine Hände anlegen kann, dann werde ich das auf jeden Fall tun und auf mich wirken lassen. Dann war noch als letztes der Nachtrag, ihr könnt das entweder alleine spielen, das Spiel, oder im Koop-Modus. Finde ich auch ganz cool. So, nach einem euphorischen We Nailed It Ausruf, den ich äußerst sympathisch fand. Ja, die Mikrofone waren anscheinend noch nicht aus gewesen, aber war auf jeden Fall süß. Einmal mit Profis arbeiten. Dann ging es weiter mit Rainbow Six Siege, und zwar kam das Announcement, dass die Playerbase jetzt 35 Millionen Spieler umfasst. Und dann kam auch noch das Announcement, oder es wurde dann offenbart, was deren E-Sports-Pläne noch sind mit verschiedenen Stationen, unter anderem Brasilien. Und es wurde dann auch noch ein Trailer gezeigt für eine Dokumentation von ihnen. Der heißt Another Mindset, und dabei wurden 9 Monate lang E-Sportler und Leute, die diese Rainbow Six Community sehr geprägt haben, begleitet. Und ja. Ja, also mich interessiert es jetzt nicht so. Also ich finde es okay, dass sie es angesprochen haben, weil einfach die Community groß ist und das auch immer noch die Playerbase ist, die E-Sport-Szene wird auch mal ein bisschen größer, aber persönlich war halt so für mich. Ja, macht Sinn, dass sie es ansprechen, aber hat mich jetzt absolut null interessiert. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber für den E-Sport ist es definitiv, sag ich mal, eine gute Werbung. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe das Spiel gespielt, mir hat es auch Spaß gemacht bis zu dem Punkt. Die Community habe ich als sehr salzig empfunden. Nicht nett. Du wirst rausgebotet, nur weil du einen Operator nimmst, den jemand anders nehmen wollte. Hm. Und das sind halt Sachen, am Anfang hatte ich halt noch nicht so viele Operator und das hat mir sehr den Spaß genommen. Also da muss ich halt dann auch schon. Ich glaube, da bin ich auch die Einzige. Andere Online-Spieler, wo dann einfach Leute gekickt wurden, weil die Position nicht einnehmen sollten, die noch frei war oder so etwas. Also, ja, also das ist eher negativ für die Community. Da braucht man schon eine feste Gruppe. Ja. Gut, dann ging es weiter mit einer super Stunt-Einlage zu Trails Rising. Also wieder mal Ubisoft. Trials. Er hat versucht. Ja, es war also sein Trial. Persönlich ist Trial. Ja. Aber er war lustig dabei. Ah, ja. Also ich fand's lustig. Lustig, sympathisch, ja. Oder hat sich kaputt gelacht, als er gegen diesen Fernseher gespielt hat. Da habe ich nicht kaputt gelacht. Ich habe wohl dann dieses Ding da so reinstammelt, dann extra natürlich, war auch ganz lustig. Aber ich fand's viel geiler, als die Leute dann auf die Bühne gekommen sind und das so dann weggemacht haben. Und er steht da so, guckt so und geht so ganz langsam hin, als ob er helfen wollen würde und tritt einfach nur dieses Ding so. Also ich habe mich weggeschrien. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Schlafmangel generell war, aber ich habe mich einfach nur weggeschrien. Ich weiß nicht warum. Ja, war halt deine Show-Einlage. Ja. Auf jeden Fall, das Spiel hat ein Release-Window bekommen, und zwar soll das im Februar nächsten Jahr sein. Ich glaube 29. sogar, ne? Das habe ich nicht mitbekommen. 29. Auf jeden Fall sehr gesteckter Februar. Ja. Und man hat insgesamt 2 Trailer gesehen, wo man sehen konnte, was man alles für Parcours-Möglichkeiten hat. Es wurde auch extra gezeigt, dass die Tutorials besser bearbeitet wurden mit Leuten mit jemandem aus der Community, der da Videos drüber gemacht hat. Und ja, also das war es halt auch ziemlich dazu. Also es sind spaßige Spiele immer so zwischendurch, aber es ist eine schöne Franchise, die immer noch aufgebaut haben. Ich finde das halt eher so, geht es für mich so ein bisschen in diese Portable-Spiele rein. Ich glaube, es würde mehr wesentlich mehr. Ich glaube, es gab es auch mal auf der Vita. Ich weiß nicht, welche Teil es da gab. Hieß der Teil davon nicht Fusion? Trials Fusion. Irgendwie sowas, glaube ich, auf jeden Fall. Und für sowas macht mir Portable einfach so ein bisschen mehr Spaß. Aber ich finde es okay. Also für die Fans, und das macht halt immer ganz Bock an. Ja, wir sind halt wahrscheinlich alle keine Spieler, zumindest Olaf und ich, die Playstation einfach nur mal für ein paar Minuten anmachen, sondern wenn wir zocken, dann zocken wir intensiv und lang. Und das ist eher vom Konzept her wirklich einfach für kurz mal Fun haben, denke ich. Und, Aber man wird auf Herausforderungen gestellt. Es wurde auch berichtet, dass 2 Spieler auf einem Motorrad fahren, diesen Parcours schaffen sollen. Und danach ging es weiter. Und zwar haben wir schmatzende Luftküsschen empfangen von Julian Garrity. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Und zwar kam der auf die Bühne, um uns mehr über The Division 2 zu erzählen.
Und zwar befinden wir uns 7 Monate nach den Ereignissen in New York, befinden wir uns jetzt in Washington. Und eigentlich ist das Virus ausgerottet, aber die Menschheit ist halt doch ziemlich mitgerissen. Die sozialen Aspekte sind ein bisschen unter den Boden gefallen. Jeder ein bisschen. Das ist absolute Ausnahmezustand. Absolut. Es geht aber noch anders. Und zwar haben wir dann einen Trailer gesehen, der mich persönlich sehr berührt hat und den ich wirklich großartig fand. Und zwar war das ein kleines Mädchen im weißen Kleid in einem Gewächshaus, das ein Bild malt und ziemlich wohl behütet scheinbar aufwächst, ohne größere Probleme. Die Kamera fährt raus und man sieht dann die Straßenhärte, also wie es da abgeht. Man sieht einen Mann, der gerade ermordet wird. Und in der nächsten Einstellung sieht man eine Mutter, die ihr Kind umarmt. Und dieses Kind wächst komplett anders auf. Das kriegt diese Angst mit, das ist nicht so unbeschwert. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht vom Trailer her. Danach ging es zu der Szenerie auf einem Friedhof, wo eine Frau von jemandem auf einen Platz gezerrt wurde, wo exekutiert wurde. Und in dem Moment, wo man diesen Schuss hört, sieht man einen Papierflieger vorbeifliegen. Wahrscheinlich von dem kleinen Mädchen, so sah das nämlich ziemlich aus für mich. Und der flog auch an einem toten Division-Agenten vorbei und dann zu wahrscheinlich unserer Division-Gruppe. Und zwar hielt ein Division-Agent dieses Paper auf, faltet das auseinander und dann sieht man die Skyline von Washington. Ich fand den Trailer richtig gut. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass da drauf steht, ne? Auf diesem Paper stand halt Help drauf. Ja. Also es ist halt anscheinend doch nicht so gut, alles, was da drin ist. Ja, aber die kriegen das ja außen auch mit. Ja. Also, ich habe ganz kurz gedacht, wo die Kamera so gecuttet hat, dass da stand Hello drauf stand, aber das habe ich später erst diesen Strich nach unten gesehen. Ja. Aber der Trailer, der war halt eben gut, weil er mit den Emotionen des Zuschauers gespielt hat. Und das war auch damals, was mich so ein bisschen bei dem ersten Teil ziemlich gecatcht hat, weil die Trailer ja auch darauf ausgelegt waren, um zu zeigen, wie heftig so etwas die Menschheit in den Grund und Boden reißen kann. Und es halt trotzdem irgendwie immer die Aufgabe ist, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, und das ist die Rolle der Spieler in The Division, sei es jetzt der erste oder der zweite Teil. Und das macht das Ganze noch wesentlich pflichtbewusster, wesentlich aufrichtiger. Also ich fand den CGI-Trailer auch sehr gut, aber ich glaube einfach nur, dass das Spiel nicht diese emotionale Schiene im Spiel fahren wird und kann. Mhm. Es war einfach ein schöner Showcase, in dem Fall Trailer sehr gut anzusehen, aber das Interessante, was danach, was für mich war, war einfach danach. Also das Ziel halt, eure Aktionen haben immer Konsequenzen, egal auf welcher Seite. Und das, wo sie dann interessanter werden, für mich ist ab Level 30, könnt ihr euch eine von 3 Spezialisierungen aussuchen. Und zwar ist das einmal, ob ihr ein Sharpshooter sein wollt, ein Demolitionist oder ein Survivalist. Und je nach Spezialisierung habt ihr halt unterschiedliche Waffen, Mods, Fähigkeiten natürlich, sodass ihr euch innerhalb dieser 3 Spezialisierungen nach dem Level 30 euren Spielstil ein bisschen noch, ja, individualisieren. Dankeschön. Ja, die Frage ist halt bei mir da, ob das dann, weil ich denke mal, bei Xbox haben wir schon drüber gesprochen, der Trailer, oder das Gameplay, was wir gezeigt haben, haben wir auch diesen Granatwerfer kurz angesprochen. Und ich denke, das wird einer von dieser, Demolitionist genau sein. Und die Frage ist dann für mich, ob man sich dann auch wechseln kann, quasi, ob ich dann, wenn ich am Level 30 bin, ob ich irgendwann auch vom Demolitionist zum Survivalist wechseln kann. Oder ob ich damit mit der Klasse dann sozusagen einfach nur stuck bin. Ja, dass du quasi die Rolle deines Charakters endgültig bestimmst. Genau, das wäre halt je nachdem, ja. Aber du hast halt 30 Level, um zu wissen, wie möchte ich ungefähr in diesem... Ja, ja klar, aber es ist halt vom Spiel, je nachdem, was du spielen möchtest beim Endgame-Content, dann wird es halt sein, stell dir vor, wir machen einfach, reden, besprechen uns, nur als Beispiel, sprechen uns nicht ab, und jeder von uns im Sharpshooter. Und dann wollen wir halt Endgame-Content nehmen und dann können wir nicht mehr wechseln. Eine Activity vielleicht als andere braucht. Also da bin ich gespannt, wie sie das machen werden. Und das haben sie leider nicht so gesagt, aber hört sich auf jeden Fall ein bisschen vielversprechender an als beim ersten Teil. Ja, und sie beteuern halt sehr, dass sie aus Division 1 gelernt haben, wollen diese Fehler nicht nochmal machen, sondern wollen besser werden. Und dafür spricht einmal, es wird jetzt Raids geben für 8 Mann. Und was ich super, super gut finde, die ersten 3 Episoden, die innerhalb des ersten Jahres rauskommen sollen, sollen komplett kostenfrei sein für die Spieler. Das ist für mich eine wirklich sehr, sehr gute Lösung, gerade im 1 mit einer Gold Edition. Ja, ich hatte da echt den Gedanken, oh, ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Meme, dass früher Spieler ein kompletter Bürger waren und heute kauft man einfach nur noch die Bands und dann muss man in DLCs oder in den Passes zugreifen. Und da hatte ich genau diesen Gedanken, dachte, oh, ist das Rückkehr zum Alten?
Weil ich habe auch Prinzip gut, Content kostenlos geschenkt zu bekommen, ist jetzt etwas, was wir die Tage häufiger sehen. Also ich bin auch froh drum. Also als ich das auch mit den DLCs gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, wirklich. Und dann hat er gesagt, okay, umsonst? Ich so, okay, nochmal gerettet. So, weißt du? Also, ja, aber das ist quasi, weil Ubisoft jetzt auch verstärkt mit diesen Year 1, Year 2, Year 3 Content arbeitet, ein Season Pass geschenkt. Ja. Das also, ist, also die acht Mangels, die du gerade angesprochen hast, die interessieren mich wirklich sehr, weil das Spiel, das erste Spiel hat mich nach dieser ersten Incursion einfach verloren, weil es einfach so uninspirierend war und so langweilig war, wo du einfach nur Welle nach Welle nach Welle nach und nichts anderes hast. Ja, da habe ich Ciao gesagt. Also dann war der Grind mir auch einfach zu gestört dafür, also auch zu schwachsinnig, was das angeht. Und da hoffe ich wirklich, dass wir diese Beteuerung gesagt haben, dass wir wirklich daraus gelernt haben und dass die Raids wirklich besser werden. Ja, gerade die Kombination mit den Rollen ermöglicht natürlich auch Encounter, die, sag ich mal, bestimmte Aktionen oder Aktivitäten erfordern und dementsprechend halt auch einfach die Gruppe mehr formen und mehr schließen, zusammenschweißen können. Deswegen fände ich cool, wenn wir das auch probieren. Ja, also ich freue mich da auch drauf. Dann haben wir einen weiteren Division-Trailer gesehen mit nochmal Szenarien von Washington und ein paar Kampfszenen. Und dann war das Wichtigste eigentlich ein Release-Date. Und zwar wird es am 15.03.2019 beginnen. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, ihr könnt euch für eine Closed Beta registrieren. Genau, im Artikel findet ihr den Link dazu. Genau. Weiter ging es dann mit einem Announcement, was uns jetzt als PlayStation-Spieler nicht interessiert, aber ich möchte es nur ganz kurz erwähnen. Und zwar war das ein neuer Mario Rabbids-Teil. Und was ich großartig dazu fand, ist, dass sie den Trailer hatten und eine Liveband, die die musikalischen Untermalungen gemacht haben. Das war einfach wieder typisch Ubisoft. Ich fand's super, mir hat's sehr gefallen. Ich musste gerade die ganze Zeit an Anime oder hier koreanischen Pop und so denken, weil die da alles waren Frauen, alle waren sehr stylistisch aufgemacht und die Gitarristin, die ist mir besonders in Sorgen gefallen. Ja, besonders aber ja, Donkey Kong. Genau, also Mario Rabbids Kingdom Battle wird erscheinen für die Switch. Dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Skull and Bones. Kennen wir ja schon seit letztem Jahr. Dann der Nico, ja, okay. Und zwar haben wir einen Trailer gesehen. Und bei Skull and Bones handelt es sich um ein PvPvE-Spiel. Das heißt Player vs. Environment. Und wir haben dann einen Trailer gesehen, wo wir sehen konnten, verschiedene Mods für unser Schiff, wie wir das ausrüsten wollen, je nachdem, wo wir gerade hingehen wollen. Und dann haben wir gesehen, es ging darum, ein lootreiches Schiff zu kapern. Und man hätte es nicht alleine geschafft, deswegen hat derjenige um Hilfe gebeten. Und es können zwei Fünf-Mann-Teams quasi miteinander und hinterher auch gegeneinander kämpfen. Das hat man dann gesehen, sie haben zwar geschafft, dieses lootreiche Schiff zu durchbrechen oder kaputt zu machen, aber dann ging es los, dass die beiden sich um den Loot gestritten haben. Ja, ich wollte sagen, man kann sich doch dann auch so backstabben, dass man dann... Ja, genau. Dann, ja. Quasi piratenhaft. Ja, Olaf hat die Konferenz nicht gesehen. Doch, aber... Nein, also ich muss sagen, weshalb ich gerade so hochgezeigt habe, ich bin da mega hyped für, wenn das wirklich In-Game-Footage war, dann optisch... Wow, ja. Also Struktur von Wasser. Und gerade auch dieser Ablauf von diesem Aufgreifen der Beute, der Escort ausgeschaltet und dann kommt da plötzlich hier die, kolonistische Schlachtschiff an. Das war alles so geil in Szene gesetzt, ich dachte, boah, das Spiel will ich spielen. Also das hat mich wirklich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, boah. Ich will das Spiel spielen. Also das war echt geil. Ja, also die Looks, die Erweiterung, ich wundere, die finde ich auch, die Visuals sehen einfach extrem gut aus. Das Wasser und auch wie das Wasser dann aufs Boot dann und dann abfließt und sowas. Also das sieht echt geil aus. Generell, ich bin jetzt nicht so gehypt drauf. Ich muss erstmal einmal spielen, weil ich weiß, dass Black Flag für mich sehr viel Spaß mit den Schiffen gemacht hat. Die Frage ist halt nur, ob das dann für mich sich auch transferiert und auf diesen PvE, PvP, PvP, schieß mich tot, wie viele Ps und wie viele Es da drin jetzt sind. Das muss ich einfach sehen. Also ich werde mir da meine Meinung so ein bisschen zurückhalten, erst wenn ich einmal die Hände dran hatte, um dann zu schauen, wie es ist. Ich muss einfach gucken. Aber gerade, dass eben das Ganze dann rollenspielmäßig ausgelegt ist, mit welches Schiff wählst du, wie besetzt du es, ja, mit welchen Kanonen, was werden deine Stärken, Schwächen sein, wie taktierst, positionierst du dich. Das Ganze in Absprache mit Teammates, finde ich, also das ist für mich das Potenzial PvP pur. Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da, ja, in meinen Augen. Lass uns überraschen. Dann ging es direkt weiter mit einem
sehr bekannten Gesicht, und zwar Elijah Wood für Spectrum Vision, kam auf die Bühne und der hat sich mit Ubisoft zusammengetan, um uns einen VR-Titel zu präsentieren. Und zwar heißt dieser Transference. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Doch, letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr haben wir das angekündigt. Ja. Da war das schon so psycho. Ja, und darum geht's. Also wir haben einen Trailer gesehen bei einem Vater, der scheinbar ein Gespräch gerade mit seinem Sohn hat. Inwiefern das alles im Zusammenhang steht, hat sich mir noch nicht erschlossen. Ja, einfach richtig abgespaced alles gewesen. Ja, ja, es soll ein mindhuntender Psychological Thriller sein. Also selbst, dass wenn man die VR-Brille rauszieht, soll es einen noch verfolgen. Von den Szenen her kann das sehr gut sein, gerade in VR. Da hat mich Impatient auch sehr geprägt. Das war eine ganz andere Spielweise, als wenn man da zuschaut. Deswegen hat das sehr, sehr viel Potenzial für mich. Sehe ich wahrscheinlich auch. Ich muss sagen, mich hat das sehr, sehr verwirrt. Also gerade auf dem Trailer. Der Trailer, der war... deswegen halte ich mich da zurück. Aber das ist in Ordnung, weil ich würde mich da gerne überraschen lassen. Gerade wenn es so wirklich Psychothriller sein soll, dann wäre es schlecht, wenn so viel vorweggenommen wird. Genau, wenn man eben schon ungefähr grob eine Richtung hat, das finde ich ist heutzutage sowieso viel zu häufig, dass man von vornherein schon gespoilert wird. Und das ist eben das Gute, da habe ich auch letztes Jahr gedacht, boah geil, dann nur mit Elijah Wood, bin ein riesen Herr der Ringe-Fan, ja, gute Rolle. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich habe keine Lust, am Hessenpark zu sterben. Hundertprozentig nicht. Der PSVR brauchst du gar nicht mehr sehen. Ciao. Und wir werden in der Lage sein, im Herbst diesen Jahr dieses Spiel zu spielen. Das ist das nächste. Das ist ein bisschen Spaß, ja. Der nächste Titel war Starlink Battle for Atlas. Und da haben wir einen Trailer gesehen. Man konnte sehen, dass man verschiedene Planeten anfliegen kann. Es soll vor allen Dingen sehr open-world-mäßig sein, dass man überall hingehen kann. Und da stehen uns 7 Planeten zur Verfügung, die wir anfliegen und erkunden können. Und das Besondere an dem Spiel soll vor allem sein, dass die KI sehr intelligent sein soll. Das heißt, wir kämpfen gegen scheinbar irgendeine böse Macht, die die Sachen zerstört. Und wenn wir uns zu lange Zeit lassen oder nicht die richtigen Schritte gehen, dann soll das auch so sein, dass wir diese Planeten und das Universum dann Step für Step verlieren. Was ich sehr interessant fand. War ein bisschen Herausforderung, fände ich sehr schön. Auch jede Aktion, die wir machen, soll den Storylauf beeinflussen, sodass eine große Variabilität von verschiedenen Stories, Tales quasi sind. Und ja, also ich bin sehr gespannt darauf. Schmerzende Sache. Star Fox kehrt zurück, aber nur für die Nintendo Switch. Ich hätte mich gefreut. Ich auch, ich glaube, jeder hätte sich gefreut. Ich meine, es ist doch verständlich, aber... Klar, es ist verständlich, aber... Nintendo Property. Ja. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Ja, hat einer von euch einen Eindruck? Ja, die RPG-Elemente haben mich ganz interessiert. Ich fand es ganz cool, wenn du halt wirklich diese RPG-Elemente drin hast, wie sie dann umsetzen werden. Heutzutage haben das extrem viele Spieler auch, aber einige setzen sehr gut um, einige nicht so. Und da bin ich gespannt, wie sie es drauf umsetzen. Das sieht immer interessant aus. Könnte so ein von Ubisoft selber, was die Line-Up, was sie haben, so ein kleiner Überraschungshit werden. Ich glaube, man braucht diese Peripherals, man braucht diese Schiffe. So. Also wenn die nicht zu teuer werden, könnte das, glaube ich, ganz cool sein. Aber ja, ich sehe es so als Sleeper-Hit an, wenn es dann dazu kommen sollte, aber das müssen wir dann einfach sehen. Ich persönlich dachte mir erstmal so, No Man's Sky. Elite Angels. Aber so von dem Szenario und Setting bin ich ja immer ein bisschen abgeschreckt, wenn es Sci-Fi betrifft, weil ich selber mehr Richtung Fantasy gehe. Aber die angesprochenen RPG-Elemente und eben auch die Möglichkeit, Open World technisch zu erkunden, sind immer ein sehr wichtiges Spielelement für mich. Drum, wenn ich da meine Hände anlegen kann, würde ich das auch machen. Gut, dann kommen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar war das, ich spreche es immer falsch aus, For Honor. Ja, Marching Fire. Olas Lieblings-Beta. Ja. Nicht. Und zwar fing es an mit einem neuen Trailer, wo wir gesehen haben, es kommt eine ganz neue vierte Fraktion dazu. Und zwar die Wulim-Fraktion, die aus 4 weiteren Kämpfern besteht. Einmal ein Shaolin, dann eine Nuxia, Jiang Jun und Tian Li. Und das sind alles Personen, die vor ihrer eigenen Familie und allem geflohen sind. Vor dem Bürgerkrieg. Die Background-Stories zu jedem Kämpfer sind unterschiedlich und vielfältig, sehr persönlich zum Teil. Und das sieht schon gut aus, auch so diese Kampfstil-Elemente, die sie mit vereinbart haben in dem Trailer, die man sehen konnte. Und da bin ich gespannt.
Eine noch größere Neuerung findet sich im 4 vs. 4 Mode Breach. In diesem Zuge sollen auch 3 neue Maps erscheinen. Und insgesamt, auch wenn das Gameplay in Progress war, das man gesehen hat, finde ich, wirkt es schon sehr flüssig und alles. Meins ist es leider nicht mehr. Ich fand es am Anfang total gut, dann wurde es total unbalanced und mittlerweile soll es wieder balancierter sein, aber Freunde von mir spielen es noch, die finden das total klasse, aber ich bin da komplett raus. Also ich sehe es so wie Rainbow Six Siege bei mir, das ist genau dasselbe. Also ich weiß, dass Community da ist, ich weiß, dass viele das Spiel lieben, ich weiß, dass viele das Spiel spielen, aber es war so für mich, ich verstehe, warum ihr gerade das macht, aber geht weiter. Das war halt für mich persönlich und individuell uninteressant, aber rein markttechnisch gesehen und für die Community, die Ubisoft da hat, völlig in Ordnung, dass sie es gezeigt haben und auch neue Content bringt, aber ja. Vom Setting finde ich das sehr interessant, aber mich hat das damals leider auch mehr geschockt in seiner Ungereimtheit, deswegen kann ich da leider nicht mitreden. Brauchen wir auch nicht, dann kommen wir zu The Crew 2. Dort haben wir dann einen Trailer gesehen und die Informationen über eine Open Beta erhalten, die man ab sofort downloaden kann. Und diese findet vom 21.06. bis 25.06. jeweils von 10 bis 10 Uhr statt. Und ja. Genau, am 26.06. kommt das Spiel raus, ne? Genau. Ja. Also in den Startlöchern. Ja. Und dann haben wir auch nochmal einen Trailer gesehen, was wir da für Möglichkeiten haben. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, meine Art von Spiel sowieso nicht. Es gibt die Fanbase, es gibt auch Leute, die das jetzt schon feiern. Ich grüße aber den Tim. Und ja, möchte jemand von euch was dazu beitragen? Es sieht halt ganz lustig aus. Ich habe es damals auf der Gamescom 2017 gespielt. Und was halt so ein bisschen für mich ihr Gegensatz ist, ist, dass die Visuals extrem realistisch aussehen und sehr, sehr ja, naturgetreu in Anführungszeichen. Aber wie man spielt, mega arcadey ist. So, das passt am Anfang nicht so zusammen und man fühlt sich halt so ein bisschen out of place. Aber wenn man dann das Spiel von den Visuals so ein bisschen löst und dann sagt, okay, ich spiele jetzt wirklich so ein Arcade-Racer, auch da ich mitten im Fahren auf dem Flugzeug wechseln kann und sowas alles, dann macht es halt schon ganz Bock. Zumindest sah es auf der 2017 Gamescom, als ich das spielen durfte. Jetzt bei der Open Beta bin ich auch gespannt, was sie geändert haben. Gesundheit. Was sie geändert haben, aber ja, das sind eigentlich. Also, ich bin jetzt nicht gehypt, aber ich freue mich schon ein bisschen darauf, das Spiel zu spielen. Aber schau mal, also für mich so ein ja, interessanter Titel. Ich werde die Beta auf jeden Fall antesten, weil ich das Konzept sehr begeisternd finde. Wenn mir das aber alles zu statisch und die ganzen Fahrzeugmodelle, sag ich mal, zu unrealistisch wirken, wäre das eher ein Upturner, weil es dann eben tatsächlich wirklich einfach nur ein Arcade-Spiel ist und mehr nicht. Ja. Aber auf was Realistisches, Authentisches in eben diesem Setting hätte ich richtig Lust. Jederzeit wechseln zu können. Wenn du Bock hast, fährst du Motorrad oder dann fliegst du ein bisschen oder dann wechselst du auf Vierräder, Gelände, Street. Ja. Das wäre cool. So, kommen wir zum großen Finale der Ubisoft-Pressekonferenz, was ja im Vorhinein schon bekannt geworden ist, weil es geleakt wurde, und zwar Assassin's Creed. Aufgrund eines Schlüsselanhängers. Ja, immer noch too soon. Die Crowd gestern fand auf der Pressekonferenz too soon, darüber schon Witze zu machen. Ich glaube, jedes Assassin's Creed bis auf eins wurde geleakt vorher. Jedes, also glaube ich zumindest. Naja, alle Mitarbeiter schon. Ich recherchiere nochmal, es ist jetzt off-topic, aber es kam mir gerade irgendwie in den Kopf, weil es ist jedes Jahr dasselbe irgendwie. Aber egal, mach weiter. Sind dann mehr Leute zu. Ja, das stimmt. Ja, und zwar haben wir einen Einblick bekommen mit immer wieder kleinen Trailern und so. Man kann Land und See erkunden, das heißt, wir haben wieder unser schönes Schiffssystem, wo sich bestimmt viele drauf freuen. Und das Setting ist im Ancient Greece, also im alten Griechenland. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 430 vor Christus und diese Zeit ist eine sehr prägende Zeit in der Geschichtsschreibung der Griechen, weil wir im Peloponnesischen Krieg sind. Das heißt, Spartianer kämpfen gegen Athen und das Spiel soll vor allen Dingen RPG-lastiger werden, was ich sehr begrüße. Von den Gameplay-Trailern, die man gesehen hat, hat man immer gesehen, dass man sehr viele Gesprächs- und Antwortoptionen hat. Genauso wie man in einem Trailer gesehen hat, bei dem man sich im Gespräch mit Sokrates befindet, dass man immer so zwei oder drei Antwortmöglichkeiten hat
und diese Mission aber scheinbar auch so spielen konnte, wie man es selbst wollte. Das heißt, man steht vor Entscheidungen. Bringe ich den um? Lasse ich den laufen? Wie verhalte ich mich? Wie handle ich? Und das fand ich ganz großen Überraschungseffekt für mich persönlich. Fand ich sehr, sehr positiv. Zumal ich auch sehr positiv fand, ihr könnt auch direkt am Anfang des Spiels eine Entscheidung treffen. Und zwar, ob ihr mit Alexios oder mit Cassandra spielen wollt. Und das finde ich auch so eine Assassin's Creed-Neuerung, die sagt mir sehr zu. Inwiefern sich das dann unterscheiden wird in den Stories oder ob es überhaupt einen Unterschied geben wird, ob man Männchen oder Weibchen spielt, da sind wir dann mal gespannt drauf. Ja, da bin ich auch drauf gespannt, weil zum Beispiel bei Far Cry 5 war ja auch die Entscheidung, ob man am Anfang mit Frau oder Mann spielt. Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass die Leute das nicht gecheckt haben, was sie da geschrieben haben, weil es gibt eine Szene, ganz, ganz minimaler Spoiler, also ist jetzt keine Sorge hier, wo man als Protagonist das Hemd aufgerissen bekommt aus der Ego-Perspektive und jemand ritzt irgendwas auf die Brust oder irgendwas passiert da auf jeden Fall. Als Mann ist so, ja, mach, ist okay. Aber ich in Frauen kann. Ist okay, ihr ritzt mir was auf die Brust. Ja, ich meine aber aber als Frau ist die Szene genau gleich. Also wenn du einen Frauencharakter spielst, ist die Szene ganz genau gleich, dass das quasi aufgerissen ist. Hast du das getestet? So, wenn man sieht's, also das ist dann einfach so, wo du sagst, okay. So, und da bin ich gespannt, ob die das bei Assassin's Creed ein bisschen mehr Bedacht drauf hatten. Und ob die RPG-Elemente, die angesprochen wurden, auch wirklich umsetzen können. Wir sind hier aber nicht bei Far Cry. Wir sind hier im griechischen Lande 430 vor Christus und wir befinden uns im Krieg, ja? Im Peloponnesischen Krieg und nicht in Hope County hier. So. Das Setting ist jetzt klar: Peloponnesischer Krieg. Wir werden sehr viele historische Persönlichkeiten wohl kennenlernen. Wir sind wohl natürlich irgendwas Göttliches, ist bei uns wohl drin. Zumindest lässt es darauf andeuten. Die Story soll wohl auch sehr beeinflusst werden. Von dem Trailer her fand ich, die Umgebung, alles hat super ausgesehen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, waren die Kostüme. Die sehen insgesamt für mich öfters zu römisch aus. Und was ich dann jetzt noch sagen muss, das war halt auch so ein kleiner Knaller. Das Spiel wird am 5.10. schon released. Und das ist halt dann quasi wieder Ubisoft Assassin's Creed Titel 2018. Fand ich ein bisschen schade. Aber wenn es in der Mache ist und es wirklich gut ist mit den RPG-Elementen, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, er hat sogar gesagt, dass die da seit 3 Jahren schon dran arbeiten. Und im Prinzip zu der Mann-Frau-Geschichte, vielleicht ist das hoffentlich auch eine Schwierigkeit. Also es wäre schön halt zu erfahren, okay, die Frauen hatten es damals wirklich schwieriger als Mann. Und ich glaube, das mit den Göttlichen war das Blut von Leonidas, von dem man ja alles weiß, dass er einer der größten Herrscher der Spartaner war. Ich persönlich bin da komischerweise auch wieder total begeistert von, weil ich ein riesiger Fan von Mythologie bin, deswegen. Auch wenn ich es nicht gespielt habe, will ich unbedingt mal machen Origins. Und jetzt das Spiel, wenn ich kann, werde ich das auf jeden Fall testen, weil ich glaube, Assassin's Creed ist mittlerweile qualitativ weit gereift. Und gerade eben von der Szenerie her, mit den Möglichkeiten jetzt mehr RPG oder halt auch mehr Entscheidungen zu treffen, hat man das Gefühl, als Spieler auch mehr mitzubestimmen in einer so toll animierten und belebten Welt. Und definitiv für mich jetzt zumindest von der Ubisoft-Palette einer der Must-Play-Titel dieses Jahr. Ja, also ich finde es ein bisschen zu früh. Also ich finde diesen Einjährigen, wenn sie halt schon wirklich länger daran arbeiten, dann bin ich gespannt, wie sie auch umsetzen, auch mit diesem angesprochenen RPG-Element, ob das wirklich so eine große Aussage macht, wie sie sagen. Dieser jährliche Zyklus finde ich einfach ein bisschen zu früh. Komischerweise bin ich trotzdem, ja, freue ich mich aufs Spiel. Also Origins hat Spaß gemacht, deswegen ich bin auf jeden Fall überrascht. Meine Sicht, ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, weil ich auch ein großer Fan bin, gerade von dieser griechischen Mythologie. Genau deswegen ist das für mich so ein bisschen schade, weil historisch ist da ja sehr viel. Sokrates bestreitet die Götter, er sagt, dass es die nicht gibt, deswegen wird er ja, das würde mich dann interessieren, ob wir dann ein paar Jahre später in der Lage sind, Sokrates zu befreien, dass er nicht getötet wird. Und was mich halt dann auch interessiert, es waren halt viele geschichtliche Events halt auch, wie es ist damals entweder die Pest oder Typhus rumgegangen, man weiß es nicht genau. Athen wurde belagert von den Spartanern, wo dann halt für mich auch die Frage ist, wenn ich schon Spartanerblut in mir drin habe, wie soll ich denn da stehen? Ist Athen für mich direkt das Böse? Was ich irgendwo sehr schade fände. Wie sie das denn historisch auch aufwiegeln, da bin ich wirklich gespannt, weil gerade durch diese Seuche sind 1/4 der Athener damals gestorben. Sie wurden belagert.
muss man aufpassen, dass das auch nicht so langweilig werden könnte, weil es eine jahrelange Belagerung war und man in Athen nichts machen konnte. Man hat einen Minotauren gesehen, so angedeutet, das fand ich auch ultra cool. Also sie können wirklich aus dem Vollen schöpfen und ich hoffe, dass sie das tun. Okay. Keine Kommentare mehr? Dazu nicht. Ganz sicher? 100%. Wie war euer Eindruck insgesamt von dieser Pressekonferenz? Positiv überrascht, aber eigentlich die mich am meisten interessieren von den Titeln sind Division 2. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal so ins Boot zurückholt. Die Xbox-Konferenz war so, okay, same old sah das für mich so ein bisschen aus. Jetzt haben sie mit der Ubisoft-Konferenz auch nochmal ein bisschen mehr vom Endgame-Content erzählt und das habe ich dann... Kannst du denen geben? Nein, ganz bestimmt nicht. Das Endgame-Content ist einfach interessanter gestaltet und deswegen freue ich mich da auch ein bisschen wesentlich mehr drauf, weil ich da jetzt vor Xbox-Konferenz gesprochen habe, wie es da war. Assassin's Creed Odyssey. Der Rest habe ich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber insgesamt war die Pressekonferenz so typisch Ubisoft. Positiv wie auch negativ, aber insgesamt eher ein positiver Auftritt von denen als negativ. Aber das sind so die zwei Titel, wo ich mich am meisten drauf freue. Ich fand, es war eine starke Performance, auch das Line-Up war deftig. Ich muss sagen, davor hätte ich jetzt keine Spiele nennen können, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich... mit Skull and Bones, Division 2 und AC Odyssey auf jeden Fall mehr überzeugt dastehe und versuchen werde, da spielen zu können, weil mich die Pressekonferenz dahingehend sehr überzeugt hat. Dann kann ich mich überall anschließen. Auf Transference bin ich sehr gespannt. Ansonsten war diese Pressekonferenz für mich wirklich sehr angenehm zu gucken. Ich bin froh, dass sie die Moderatorin nicht mehr haben, die durchs Programm führt. Das war für mich ein sehr großer Pluspunkt. Und es hat sehr sympathisch gemacht. Ich bin wirklich gespannt. The Good and Evil bin ich halt auch noch sehr gespannt. Und ja, gut. Dann danken wir euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wie immer gerne Feedback geben, liken, subscriben, das ganze Prozedere und wir freuen uns drauf. Ciao! Haut rein!